Wir haben bei den Diskussionen, die wir jetzt geführt haben, sowohl in der Verhandlungskommission wie auch in der Tarifkommission, eine sehr breite Streuung gehabt. Es war auch sehr emotional und auch sehr von dem getrieben, was wir jeden Tag erleben. Jeder von uns an der Tankstelle, beim Wochenendeinkauf, mit der Familie. Ich glaube, im Wesentlichen ist es natürlich so, dass die Menschen die Verteuerung insgesamt in der Republik jetzt sehen. Und allen Unkenrufen zum Trotz und auch trotz eines unersäglichen Krieges in der Ukraine stellen wir im Moment fest, dass es in der Branche Stahl den meisten Betrieben doch relativ gut geht. Daraus resultiert auch diese Forderung von 8,2%. Wenn die Betriebe Rekordergebnisse melden, wenn die Betriebe melden, dass die Prognosen für das Jahr 2022 trotz aller Unwägbarkeiten gut sind, dann gilt es auch jetzt für unsere Kolleginnen und Kollegen, endlich mehr Entgelt in der Tasche zu haben. Letztendlich ist es natürlich eine große Herausforderung, das durchzusetzen und umzusetzen, aber ich habe es sehr kämpferisch empfunden und das wird natürlich sicherlich auch in den Betrieben spannend werden, wie wir diese Forderung durchsetzen können. Also ich glaube, das müssen wir ganz deutlich auch mal nach vorne bringen, dass die Kollegen, die nicht Mitglied sind, wir haben sie irgendwann vor Jahren mal Trittbrettfahrer genannt, ist ein bisschen böse das Wort, aber am Ende trifft es das. Und denen nochmal klarzumachen, das ist hier nicht alles selbstverständlich und das fällt nicht vom Himmel, sondern da gibt es Leute, die dafür streiten und die dafür sich einsetzen. Und da müsst ihr auch euren Teil dazu beitragen, das Ergebnis möglichst nah auch an diese Forderung heranreicht. Und also das wird ein sehr harter Kampf, glaube ich. Aber ich freue mich auch ein Stück weit drauf. Es wird keine leichte Tarifrunde sein. Wir werden dafür arbeiten müssen. Wir müssen aktiv in die Betriebe reingehen, Diskussionen mit den Leuten persönlich führen. Weil das ist kein Selbstläufer. Ne? Das muss man wissen. Deshalb gilt es jetzt vorbereiten. Wir haben am 13. Mai die erste Verhandlung. Ende Mai ist dann die Friedenspflicht beendet. Und dann gilt es, unsere Forderung auch mit Nachdruck auf die Straße zu bringen.